Sie heisst Christa Segrist, wird 18, lehrt Bauer und hat keine Berührungsängste mit landwirtschaftlichen Maschinen. Im Gegenteil. Ja, mit dem Traktor eben so von Fahrwangen an einen Platz rausfahren mit dem Wendegerät. Und auch im Herbst, wenn wir mit Mais abtun, das gefällt mir einfach. Es ist Freitagnachmittag um 16:30 Uhr. Das Vieh muss versorgt werden. Das ist unser Fahrsilo. Da haben wir letzten Herbst Mais gesiliert. Wir haben da mit dem Traktor und mit den Silierwagen hier eingeführt. Das ist die ganze Pflanze mit Kolben, mit Blättern, mit Stängel, alles. Und heute muss ich Futtermischung machen für die Abend, für die Kühe, dass sie etwas zu fressen haben, dass sie auch Milch geben können. Darum muss ich mit dem Mischwagen, der eine Fräse dran hat, hierher fahren und runterfräsen. Ja, und trotz Hebeldrücken und Schalterdrehen gehört auch das hier dazu. Ja, die Decke, das ist immer ein bisschen... Die kann man nicht gut rausfräsen. Wenn man es zu lange lässt, lassen, wird es grau. Dann muss man es vorkehren. Auf dem Speisplan ist neben der Mais-Silage auch noch Heu angesagt. Und das holt man auf einem Bauernhof nicht etwa im Keller. Nein, eine gehörige Portion Schwindelfreiheit ist hier nötig. Jetzt wird auch klar, warum die Bauern dem Gerät Futtermischwagen sagen. Serviert wird das Ganze dann so. Mineralsalz gibt dieser Mischung die letzte Würzung. Nur eins fehlt jetzt noch. Die Gäste, wo von der Christa an den Nachttisch gebracht werden. Also jetzt rufst du und dann könnt es? Nein, ich muss schon entgegen. Aber die fangen sie an zu schauen und Teile fangen dann noch an aufstehen. Aber ich muss sie schon umkreisen und sie gehen runterjagen. Das schon. Aber sie, hören, sie kommen halt schöner, wenn man noch etwas ruft. Es gibt Teilkühe, also wir haben jetzt auch hier eine, das ist ganz lieb und zutraulich. Die kann man anlängen und streicheln. Und es gibt solche, die haben es einfach nicht gerne. Und wenn man sie das Halfter nehmen will, also führen, dann ja, ziehen sie einmal schnell einmal durch den Stall durch. Aber sonst, ja, es gewöhnt sich halt jede Kuh dran. Und manchmal braucht es auch noch eine besondere Einladung. Nein, komm da! Hey, komm! Komm! Watch hier! Ah, halt, halt, halt! Komm! Oh. Ja, und die Naturkräfte können einem manchmal ganz schön den Schnauf nehmen. Die Christa hat es dann aber trotzdem noch geschafft. Die Kühe werden durch den Stall in den Hinterhof gebracht. Vor dem Nachtessen geht es von hier aus in den Melkstand zum Mählen. Doch zuerst wird noch gemistet. Ja, im Endeffekt gehört ja da auch dazu, zu der Hygiene. Und also ich finde es überhaupt nicht grusig. Ich meine, für mich stinkt es ja gar nicht. Also, es gibt Leute, die sagen, das stinkt und ist nicht gut. Aber ich habe kein Problem mit dem Geschmack. Während dem Mählen dann noch ein paar Gedanken über den Christa ihren Entscheid, Bauer zu werden. Im Moment könnte ich mir nicht vorstellen, in einem anderen Beruf. Ich weiß auch nicht, ich habe mir schon manchmal überlegt. Vielleicht, ja, es ist auch schön, mal um 5-4 Uhr zu haben, aber ja, ich meine, ich arbeite ja gerne mit den Tieren und auch mit den Maschinen eben. Und wenn ich jetzt von den Heimen sehe, habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht einmal den Betrieb zu übernehmen. Und ja, ich wollte auch mal später noch ins Ausland ein bisschen fremdes Brot schnuppern. Ja, auf irgendeinem Betrieb mit Milch oder mit Ackerbau. Nur das würde mich noch reizen.
Und zum Schluss noch der Christa ihre Vorstellungen zum zukünftigen Bauern generell. Wie willst du dein Leben als Bäuerin leben in Zukunft? Wie soll das für dich aussehen? Ja, einfach eben, dass man sehen kann, was man arbeitet. Also, ich finde es ganz interessant. Eben, viele Leute sagen, Bauern ist sicher streng und es rendiert nicht. Und, also, ich bin extrem für das Bauern. Also, wenn jemand kommt und mir sagt, eben, das Bauern sei nicht so, ja, dann muss ich auch ein bisschen kontern und sagen, hey, es braucht es gleich, oder? Also, ohne geht es gleich nicht. Wieso nicht? Ja, das Essen. Jeder Mensch braucht etwas zu essen und ja, eigentlich am Endeffekt kommt ja alles von der Bäuerei. Also das Brot, alles, Milch und alles von der Bäuerei und darum braucht es das.